Hallo zusammen, hier kommen die Aufgaben zu unserem Schwerpunktthema für diese Woche in GEWI. Und zwar haben wir uns in den letzten zwei Wochen mit dem Wasserverbrauch von Menschen aus ganz verschiedenen Teilen der Erde beschäftigt, aber auch mit dem natürlichen Vorkommen von Wasser, die dort herrschen. Also insbesondere sauberes Trinkwasser. Ja, wir reden jetzt nicht von Salzwasser. Und in vielen Ländern der Erde ändert sich ja gerade vieles durch den Klimawandel. Dadurch werden Dürren viel häufiger, so wie es zum Beispiel in Deutschland auch der Fall ist. Und in anderen Gebieten, aber auch umgekehrt, werden die Überschwemmungen viel stärker und viel häufiger, so zum Beispiel in Bangladesch. So besonders wichtig für ein stabiles Klima, das sich weltweit nicht zu stark erhitzt und nicht zu stark verändert, sind unter anderem großen Wälder in den Tropen oder viele nennen sie auch die tropischen Regenwälder, und mit denen wollen wir uns diese Woche beschäftigen. Also Regenwälder gibt es auch in anderen Gebieten der Erde. Das sind einfach Wälder, wo es halt besonders viel regnet, aber die größten befinden sich am Äquator. Ja, die Regenwälder bedecken ungefähr noch 7% der Fläche der Erde. Aber in ihnen finden sich 70% aller bekannten Tier- und Pflanzenarten der Erde. Also eine unglaubliche Vielfalt. Man findet halt wirklich auf wenigen Quadratkilometern oder Quadratmetern unglaublich viele Arten, wo es halt bei uns insgesamt viel weniger verschiedene Arten gibt. So, sie wachsen größtenteils am Äquator, weil hier das Klima sehr gleichmäßig ist. Also der Sonnenstand verändert sich fast gar nicht von den unterschiedlichen Jahreszeiten, und es gibt halt keine großen Unterschiede bezüglich des Wetters in den Jahreszeiten. Wie schon der Name sagt, fällt hier viel Regen, den der Wald zu großen Teilen selbst produziert. So, und ich möchte mich heute mit euch oder die Woche mit euch beschäftigen, was passiert vor Ort und auch weltweit, wenn der Regenwald verschwindet. Und viele Antworten darauf findet man auf der Website Abenteuer Regenwald. Und da schauen wir uns genauer die Seite Wissen und dann die Folgen an. So, und in den Folgen, da werden erstmal die wichtigsten Fakten beschrieben. Das lest ihr bitte alles. Also bis zu diesem Ablauf. Ja, das ist für alle wichtig. Und anschließend gibt es hier vier Kategorien. Also was passiert, wenn die großen Regenwälder abgeholzt werden oder auch nur ein Kleinteil, also Auswirkungen auf das Klima, Beeinträchtigung des Wasserkreislaufes, diese Grafik kanntet ihr auch schon, und Folgen für die Menschen vor Ort und als letztes Verschlechterung des Bodens. Und eure Aufgabe ist es, sich eine dieser vier Kategorien auszusuchen und dazu selbst eine Infografik zu erstellen. Ja, also hier könnt ihr euch natürlich auch an der Infografik orientieren, aber es soll wirklich eine sein, die sich auf diesen Text bezieht. Ihr könnt natürlich auch noch Zusatzinformationen sammeln, entweder auf der Seite gucken oder selbst recherchieren und dann selbst eine tolle Infografik erstellen. Das habt ihr schon einmal in der 5. Klasse gemacht und ich hatte den Eindruck, dass es euch viel Spaß gemacht hat. Nur noch mal kurz zur Wiederholung. Also bei einer Infografik geht es darum, dass diese Grafik informiert über ein bestimmtes Thema, und zwar mit verschiedenen grafischen Elementen. Das können Zeichnungen sein, das können aber auch Zeichen sein wie Dreiecke oder Kreise, also durch Schrift und Bilder in verschiedener Gestaltung. So, und hier nochmal zwei Infografiken, die besonders toll gelungen waren. Es waren auch ganz viele andere super, und zwar von euch damals zur Geschichte von Kakao und anderen Themen, also wie der Kakao erstmal nach Europa gekommen ist, und aber noch Details zur Pflanze und zur Geschichte. So, die genauen Arbeitsanweisungen dazu findet ihr auch nochmal unter Teams, unter den Aufgaben, und da sind auch nochmal genau aufgelistet, was ihr euch aussuchen sollt, und am Donnerstag schauen wir uns dann genau an, was ihr da schon geschafft habt. Ich bitte euch nochmal hier explizit eure Infografiken dann abzufotografieren und bei Teams hochzuladen.